Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Bowser's Fury. Wir befinden uns auf der Glutgetriebeinsel und hier können wir noch einen Katzensprite erhalten. Dieser Katzensprite wird auch der letzte sein. Hier ist er. Aber wo ist der Schlüssel? Und diesen Fragezeichenblöcke? Ah, Propellerboxen. Very well. Okay, eine Frage. Wo ist denn der Schlüssel? Und warum gibt es hier die Propellerbox? Willst du mir sagen, dass der Schlüssel irgendwo da oben ist? Na, nein. Oh. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir das einfach mal durchziehen. Anders werde ich das hier nicht herausfinden. Oh, die Mauer ist weg. Cool. Gibt es hier noch ein Tanuki-Blatt? Aber sowas von. Gleich mitnehmen. Okay, liebe Leute. Let's go. Im Schwebemodus. Oh, ist das cool, ey. Schweben und mit der Propellerbox. Und jetzt kommt natürlich Bowser. Das war klar. Hier war ja noch ein Tanuki-Blatt. Das kann man sich auch schnell holen. Warum nicht? Schadet nicht. Nice. Super. Wir sind in der Tanuki-Form und plus wir haben drei Tanuki-Blätter am Start. Doch, was will man da mehr? Schnell. Ey, das geht ja richtig einfach mit der Propellerbox. Da ist der Schlüssel. Ich habe ihn gesehen, aber sowas von. Ich habe ihn sowas von gesehen. Oh. Nein, bitte nicht. Ja, ich lebe noch. Ja, und ich bin hier oben, Mann. Okay, was mache ich jetzt aber? Das ist die nächste Frage. Also, sobald ich mir den Schlüssel nehme, verliere ich ja automatisch die Propellerform. Warte mal, also ich meine, ja doch, die Propellerform. Warte mal, willst du mir sagen, ich muss das jetzt nochmal machen? Nee, ne? Mist, ich wurde getroffen. Ein Augenblick. Ins Wasser kann ich ja mit dem Schlüssel nicht springen. Kann ich den Schlüssel auf Plessy legen? Oder auf Plessy werfen? Wie? Oder soll ich es versuchen? Übers Gelände? Oder würde ich es schaffen, rüberzukommen, indem ich rüberschwebe? Ich weiß das nicht. Ey, das ist aber... Ja, also ich will das gleich hinkriegen, ohne jetzt großartig zu failen. Wisst ihr, was ich meine? Ah, ich weiß nicht so recht. Wie sieht's von hier aus? Oh nein! Oh nein, achte auf den Schatten, Junge. Achte auf den Schatten. Soll ich das wirklich durchziehen? Okay, soll ich das jetzt wirklich machen? Kann man das so machen? War das von Nintendo aus so geplant? Aber da ist auch der Käfig. Ey, nice. Kann man das so machen? Also ich habe es jetzt gemacht. Jetzt ist nur die Frage, ob ich es hinkriege. Step by Step, Kancha-Style. Ja klar, Mann. Natürlich. Leute, das ist jetzt der letzte Katzensprite, ne? Dann haben wir die 100 voll. Und dann können wir nochmal gegen Bowser kämpfen. Also gegen Wood Bowser. Und dann war's das wirklich. Heftig. Oh, pass auf. Nicht übertreiben, Kumpel. Ja, Mann. Das ging ja. Aber flogge ich hier voran. Ja, ich nehme mir nochmal die Box, oder? Na, ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt brauche. Egal, gib mir den 100. Katzensprite. Der Schlüssel zum Katzenkäfig. Nice. Und nun, was passiert jetzt? Nice, da ist die goldene Fahne. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Yeah. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Du bist bereit. Nun geh und setze die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Es fängt direkt an zu regnen. Okay, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, Junge. Aber auch Mädchen. Kein Problem. Wo ist denn die Gigaglocke? Ach, so kann man das jetzt besser erkennen. Da ist sie. So, okay. Oh yeah. Das war also doch die Wahrheit. Heftig. Er hat wirklich weiße Haare? Das ist ja richtig geil. Ultra Instinct Wut Bowser. Jetzt nicht mehr der legendäre Super Saiyajin mit den roten Haaren. Jetzt die Ultra Instinct Form. Das ist mega nice. Oh. Wo ist denn die Glocke? Oh, Junge, abbauen. Das ist gefährlich hier. Okay, Leute. Jetzt geht's ab, Mann. Ich mach mir so schnell es geht die Glocke klar. Oh, was ist denn mit mir los? Hä, wo ist denn die Glocke? Ich hab sie doch eben gerade gesehen. Tauchen. Nochmal. Schnell. Ah, okay. Gut, das geht klar. Hä, wo ist denn die Glocke hin? Sag mal, bin ich crazy oder was? Warte mal. Ey, ich glaube, ich spinne gleich.
Ich glaube, ich bin einfach nur aufgedreht. Viel zu aufgedreht. Abhauen. Da ist sie. Da ist sie. Okay, abhauen. Danke, Percy. Nein. Wir sehen uns später, Kumpel. Dun, 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 dun. Da, oh, dieser Beat, ey. Let's go, let's go. Okay, abhauen, abhauen, abhauen. Schnell, schnell, schnell. Nice, nice. Auf, Mario. Boosting. Ach so, er ist schon im geboosteten Modus. Die Katzen. Eieiei, denen geht's nicht gut. Aber gleich. Oh, das sieht ja richtig geil aus. 100 Katzen-Sprites, Mann. Geil. Wir haben es geschafft. Und da ist nochmal die Transformation zum Abschluss des LPs. Super Mario Bros. Mario Avatar, beziehungsweise Mario Sprite. Aus dem Spiel Super Mario Bros. Los geht's, los geht's, los geht's. Oh, ich hab gerade keine Lust, mir diese Ladephase reinzuziehen. Da ist er. Da sind sie. Jetzt geht's los. Pepe. Oh, okay. Der Energiebalken hat sich auch verändert. Hammer. Der hat original weiße Haare. Und seine Augen waren ja... Doch, die waren rot, ne? Jetzt sind sie weiß, Mann. Okay. Ich habe schon von dem einen oder anderen mitgekriegt, dass er stärker ist. Ich bin gespannt, wie viele Versuche ich brauchen werde. Ja, bam, Junge. In your face. Aber sowas von... Nochmal. Nein, nein, noch. Komm, jetzt stampfen. Bam. Okay. Alles klar. Ich glaube, ich mache jetzt nicht mehr so viel Damage als zuvor. Alles klar. Alles klar. Let's go. Oh, da ist ja eine Glocke. Die brauche ich aber gerade nicht. Abhau, Mario, und pass auf vor der Schockwelle. Abhau, Mario, und pass auf vor der Schockwelle. Abhau, Mario, und pass auf vor der Schockwelle. Ja, jetzt geht's los. Bam, bam, boom, Junge. Nice. Das lässt sich doch sehen. Oh, der sieht richtig geil aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auch nicht mehr so komplett schwarz ist. Abhauen, abhauen. Oh, diese Attacke ist böse. Okay, aufpassen. Ja, aber genau das brauche ich. Wo bist du? Wo ist er hin? Da ist er. Okay. Och Mist, ich hab den Balken zu weit geworfen. Schnell, schnell. Komm her. Oh, er ist jetzt da ganz hinten am Chillen. Das passt mir ja gar nicht. Dann, da, dann, dann. Aber der Beat ist jetzt auch gerade ein bisschen anders, oder? Ich kann gerade halb hinhören, weil ich meinen Kopfhörer nicht vollständig auf hab. Bam, Junge, in your face. Let's go, Mario. Ja, let's go nochmal. Ja, das war unnötig. Wir stampfen. Oh, ja, okay, das hat hingehauen. Das wäre so schade, wenn ich jetzt diese Chance verpasst hätte. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Ach Mist, jetzt bin ich zu spät. Abhau, Mario. Nein, das gibt's nicht. Aufpassen. Ich muss mir schnell die Giga-Glocke klar machen. Aber erstmal gestampft. Nice, über 50%. Ist er schon... nee, sorry, ich habe den Satz gerade voll falsch ausgesprochen. Wir haben schon über 50% von seinen Kraftpunkten abgezogen. Sehr gut, ja. Ja, ich bin ein bisschen noch geflasht und wenn ich geflasht bin, werde ich sehr, sehr oft in Mario und Pokémon spielen euphorisch. Deswegen schaltet mein Gehirn, sprachlich gesehen, für einige Sekunden ab. Boah, Junge, das war doch ein richtig krasser Seitenhieb. Bam. So, das sieht echt gut aus, Mann. Ich bin schon auf die nächste Phase gespannt, was er dann macht. Ey, ich habe ihn schon wieder getroffen. Ey, jetzt weiß ich, wie man zu dem Finale einen guten Speedrun hinlegen könnte, falls man zu diesem Spiel einen Speedrun machen möchte. Einfach hier mit diesen Balken arbeiten, aber die sind nicht mehr da. Oh Mann, wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Da hinten. Okay. Sehr schön. Ah, die... Ja, Steinbälle kennt man ja auch aus Super Mario 3D World. Nice. Ah, ich weiß nicht, ob das so klug ist, was ich mache. Ah, Katzensprung. Nein, verdammt. Das war nicht so gut. Also man sollte tatsächlich nicht mit dem Feuer spielen. Das war blöd. Wurde ich angestellt, Herbie. Ja, wo ist denn die Giga-Glocke? Okay. Bowser ist sowieso da hinten am Ach Mist. Wie konnte ich mich denn treffen lassen? Weh, ich faile jetzt. Mario, schnell. Nein, ich glaube, ich spinne. Ich habe wirklich verloren. Ah, ist das bitter. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein.
nein, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich spinne. Och, das war ja richtig blöd. Oh nee, der hatte doch nicht mehr allzu viele Kraftpunkte am Start. Leute, tut mir leid, ich habe das nicht so beabsichtigt gehabt, das Video einfach mal so zu strecken, ohne Witz. Ich habe mich einfach nur dumm angestellt. Wie konnte ich mich eigentlich von diesem Balken treffen lassen? Mist, ey. Na toll. Na toll. Jetzt muss ich alles wiederholen. Ich beeile mich, ja? Da. Let's go. Nein, das war nicht so klug. Hier, der seitliche Angriff. Ja, genau. Sehr schön. Das war gut. So, da ist schon der erste Schlag. Ich mache mir mal hier die Objekte klar. So, wo bist du jetzt? Da bist du. Oh, treffe ich ihn? Ja, ich habe ihn noch getroffen. Sehr gut. Schnell, Mario. Schnell. Okay, sehr schön. Das hat auch nochmal hingehauen. Ja, sehr schön. Immer mit dem Katzensprung arbeiten. Hier war doch irgendwo noch ein weiteres Objekt. Genau da. Sehr schön. Ah, da steht sogar Objekt. Nein, verdammt. Ich sollte nicht springen, genau. Deswegen nicht. Okay. Oh, diese Attacke, ey. Okay, ich bin ja noch in der Superform. Dadurch wird das Ganze ein bisschen entspannter. For me. Wo ist die Gierglocke? Da ist sie. Sehr schön. Schnell, schnell holen. Schnell. Ja, wieso hat sich denn die Kameraperspektive plötzlich geändert? Habe ich aus Versehen den Cursor berührt? Komm her, Bowser. Wo bist denn die? Oh, sehr schön. Hier sind wieder die Objekte, nach denen ich suche. Ja, boom, Junge. In your face, man. Leg den nicht mit Katzen Mario an in der Gigaform. So, abhauen, Mario. Wir machen uns wieder schnell so ein Objekt da. Schnell, schnell, schnell. Da sind richtig viele. Da sind richtig viele. Die reichen komplett aus. Sehr schön. Boah, ich glaube... Und nee, zu weit geworfen. Ja, was machst du da hinten? Komm mal her, Mann. Treffe ich ihn? Nein. Abhauen, 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 Mario. Ja, das war gut. So, nach rechts. Nach links meine ich. Oh, schade. Wo ist er? Wo ist er? Ja, getroffen. Sehr schön. Ich habe einfach das Objekt losgeworfen, ohne jetzt richtig zu zielen. Oh ne, ich glaube, das kriege ich nicht mehr, oder? Nein, verdammt. Pass auf, Mario, abhauen. Sehr schön. Naja, egal. Bowser hat mir dann noch geholfen. Ich glaube, diesmal könnte ich es hinkriegen. Aufpassen. Lauf, lauf. Ja, nochmal. Komm jetzt, stampfen. Sehr schön. Ja, noch zwei, drei Treffer. Noch zwei, drei Treffer. Bleib in der Katzenform. Wo sind denn die Objekte? Okay, da ist eine Gigaglocke. Sehr schön. Oh, ich habe voll auf Schwierigkeiten, Gigaglocke schnell hintereinander bzw. schnell auszusprechen. Ich glaube, wegen den ganzen Gs. Gigaglocke. Treffe ich ihn? Nein, verdammt. Und ich habe gerade die Gigaglocke berührt. Hä? Wie habe ich den denn erwischt jetzt? Hä, womit habe ich ihn erwischt? Mist, ich bin unnötig zurückgelaufen. Habe ich das noch? Oh, ja. Wie knapp, wie knapp. Wer ist denn? Ich brauche schnell eine Glocke, Junge. Glocke, Glocke. Pass auf, Mario. Ja, übertrieben gut getimed, Kumpel. Übertrieben gut getimed. Ja, reicht aus. Der Schlag reicht aus. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Phase. Wenn es die gibt, aber ich gehe davon aus. Ich hoffe zumindest darauf. Ich hätte noch Bock. Hallo? Ich bin noch da. Oh, Papa, was ist denn los? Papa, wo bist du? Bowser Junior macht sich auf die Suche. Und währenddessen? Was macht der Kanscha? Jo. Natürlich geht's weiter und genauso habe ich es mir auch vorgestellt. Sonst hätte ich das Spiel wieder zurückgeschickt. Wird das genauso wie am Anfang oder was macht er jetzt? Ich habe mir gedacht gehabt, dass er vielleicht selbst so eine Glocke an sich nehmen wird und dann ist er in der Miauser-Form. Das wäre auch gar nicht mal so verkehrt. Oder vielleicht hat man das extra außer Acht gelassen wegen Super Mario 3D World, weil da sieht man ihn ja schon in dieser Form, ne? Ja, das
ja, vielleicht wollte man nicht das Ganze doppelt gemoppelt angehen. Das ist jetzt nur mein Denken. So, oh, Mist, Mann, ich wollte mich doch drucken. Druck dich nochmal. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er jetzt mehr Feuer abschießt. Ey, heftig. Ey, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist in der Tat nicht zu unterschätzen, merke ich gerade. Ja, gut, dass ich Power-Up-Items habe. Ich glaube, ohne Power-Up-Items würde es mir übertrieben schlecht gehen. Heftig. Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt hier die Aufgabe. Hier muss man einfach nur, solange es geht, aushalten. Ich meine, der schießt die ganze Zeit nochmal, seht ihr? Und dann gibt es nochmal diese Balken. Ey, das finde ich aber echt gut gemacht. Pass auf. Oh, Mist, ja, das war zu heftig. Nice. Oh, sehr schön. Gut, dass ich allzu viele Power-Up-Items habe. Sonst hätte ich miese Karten. Ich sag's euch. Boom. Alles klar, komm her, Mann. Hinter dem Münzring her. Dann kann man nichts falsch machen. Sehr schön, da ist die Giga-Glocke. Oh, ich meine die Katzenglocke. Nein, Plessy, du musst jetzt nicht tauchen. Jetzt, okay. Er springt wieder. Na klar. Let's go, Plessy, duck dich. Ich bin noch in der Superform, also brauche ich gerade kein Power-Up-Item. Nice, nice, let's go. Ja, okay. Die zweite Phase gefällt mir definitiv. Ich brauche jetzt ein Power-Up-Item. Ja. Sehr schön. Gut, dass Mario unsichtbar ist, nachdem er getroffen wird. Oh, ich würde das mal gerne einmal ausprobieren wollen, das so durchzuziehen, dass ich mich nicht mal ein einziges Mal hier treffen lasse. Oh, okay, ich dachte schon, ich habe jetzt gerade einen Pilz verschwendet. Ah, ey, sag mal, Bowser, du bist aber ziemlich nervig. Nein, nein. Schnell, nochmal den Pilz. Ja, ich mache das gerade aus Absicht so, dass ich hier meine Pilz-Items aufbrauche. Oh, stimmt. Man kriegt ja immer, wenn man 100 Münzen bekommen hat, nochmal so ein Power-Up-Item. An die Münzringe sollte ich jetzt bewusster achten. Auf die. Ja, so, jetzt kann ich mich an die anderen Items ranmachen. Deswegen habe ich die ganze Zeit die Pilz-Items benutzt, weil man wird ja einmal, ja, verwandelt in die Superform. Und wenn man getroffen wird, kann man sich nochmal so einen Pilz gönnen. Aber diese Items habe ich mir jetzt aufbewahrt, damit ich mich zweimal treffen lassen kann. Sehr schön, 85 Münzen. Oh. Ja, ich habe mir nicht vorgestellt, dass Bowser warten wird. Irgendwie wird er schon attackieren. Boah, das ist heftig. Immer schön tauchen. Ah, ah. Oh, nice. Ja, immer schön tauchen. Boom. Okay. So, das reicht aber nicht aus. Der Kollege ist natürlich zäh. Gut, ich werde das Spiel auf jeden Fall doch nicht zurückchecken. Aber ich werde es definitiv nochmal im Privaten durchspielen. Pass mal auf, Mann. Okay, das ist jetzt die dritte Runde, oder? Und hey, beim ersten Mal hatten wir 5 Runden, wenn ich mich zurecht erinnere. Ne, oder? War das nicht so? Pass auf, pass auf. Mist. Ich bin noch in der Superform, das lässt sich sehen. Oh, nice. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Okay. Ach, schade. Ich habe die Münzen nicht bekommen. So, jetzt nochmal schnell ein paar Arbeiten benutzen. Nee, Leute, das Ding ist, ich habe keine Lust, nochmal zu failen und das Ganze nochmal zu wiederholen. Das hat aber ausgereicht. Wow, ist das dieselbe Szene mit Giga Plessy, ja, ne? Ich meine, da stand ja eben gerade auch überspringen. Aber ein letztes Mal schauen wir uns das an, das ist doch mega episch. Also auch wenn ich das jetzt im Privaten durchspielen würde, so würde ich das jetzt nicht überspringen. Yeah. Bam. Wie ein Gummiball. So, ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig, oder Leute? Das war's mit diesem Let's Play. Zu 100%. Das war die Abmachung. Und wir haben uns an die Abmachung gehalten. Sehr, sehr erfreulich. Ja, so wie immer bekomme ich Gänsehaut, wenn ein LP endet. Ist halt so. Man ist ja mit Leidenschaft, Liebe und Energie dabei. Und mit Herz. Also, ich beziehe das am besten eher auf mich. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Hey, komm mal raus. Nein. Junge, was ist denn hier passiert? Papa ist zurückgekehrt. Was machst du denn hier?
Nein, Papa, Papa, nein, nein, Papa, Papa, er hat dir geholfen. Ja, Mann, so hat ihn auch Mario in Super Mario 64 bekämpft. Der Bowser Jr. ist stark, den sollte man nicht unterschätzen. Und by the way, schaut euch mal den Hintergrund an. Wie schön mit den Bergen. Du Verräter, ich wusste, dass du sowas machen wirst. Ich hab das so geahnt, ey. So ein Verräter, das ist also der Dank dafür, dass ich dir zugehört hab, dass ich bei dir war, dass ich dir geholfen hab. Ja, kein Problem, sowas passiert nicht zum ersten Mal. Wie oft hat man das schon erlebt? Naja, okay. Zumindest habe ich nichts Falsches gemacht und das ist schon mal gut. Wow. Das war's wirklich. Also ich würde mir gerne die Tafel anschauen. Ich möchte unbedingt sehen, dass da 100 von 100 steht. Cool. Alles klar, Leute. Das war's dann mit diesem Let's Play. Ja, während ich jetzt diesen Satz ausgesprochen habe, musste ich an die Zeit denken, in der man auf dieses Spiel gewartet hatte. Ne? Also viele haben sich gefreut gehabt. Und ja, ich habe auch zu denen gehört, die sich gefreut haben. Und als ich das Spiel angefangen hatte zu spielen, habe ich gemerkt, nice, die Freude zahlt sich aus. Also, dass ich mich darauf gefreut habe. Die Melodie fand ich mega nice, beziehungsweise die Melodien. Ganz am Anfang hatte ich auch tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, mit dem Spiel loszulegen, weil jedes Mal, als ich im Hauptmenü war, bin ich erstmal richtig krass auf diese Melodie hängen geblieben. Hey, wie oft habe ich mir das jetzt mittlerweile im Privaten auf YouTube schon reingezogen? Einfach nur genial. Ja, so, wie die meisten auch die Erfahrung gemacht haben, hatte ich auch das Gefühl, dass ich da so ein Super Mario Odyssey Spiel spielen würde, weil, ey, klar, gibt es eine kleine Aufbesserung, sag ich mal, auf die Qualität bezogen, aber es hat sich wirklich wie der Anfang in Super Mario Odyssey angefühlt. Nicht nur wegen der Grafik, auch der Anfang generell. Du bist da plötzlich auf einer Insel oder in einer Welt und du kannst dich erstmal umsehen, etc. Und es hat auch ziemlich düster angefangen, oder? Also so dunkel und oh, irgendetwas ist gerade hier los. Oh, oh, da passiert gerade was. Das hat mich sehr, sehr erstmal geflasht. Aber auch halt an die Zeit mich erinnern lassen, als ich Super Mario Odyssey hier auf YouTube gespielt habe. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den roten Faden verloren, weil die Melodie ist gerade sowas von melancholisch und sentimental und cool. Da habe ich mich gerade mitreißen lassen. Hin und wieder gab es einige Spielfehler, sage ich mal. Oder, naja, was heißt Spielfehler? Das sind so Sachen, die man ja sowieso kennt. By the way, schönes Bild. Ich meine, plötzlich ist Bowser Juniors Kutsche irgendwo im Boden verschwunden. Das sah auch, naja, bisschen irritierend aus. Das wäre der einzige. Nee, ich hätte tatsächlich zwei Kritikpunkte. Ja, das von eben, das hätte ich. Also ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht nicht so sein wird, weil man hat ja irgendwo auch über 50 Euro bezahlt, aber es ist nicht so schlimm. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Fehler oder was auch immer, sowas ist immer drin. Also das. Hä? Warte mal. Wieso sieht Mario jetzt so aus? Hä? Wartet mal, Leute. Ich mach gleich weiter, ja? Das ist ja geil. Er ist in der Gigaform. Wie geil ist das denn? Gibt es denn noch irgendetwas, was man machen kann? Nee, ne? Wir haben alles gemacht. Ey, wie geil ist das denn, liebe Leute? Und er scheint Wut Bowser zwischendurch mal. Warte mal. Oh, nee, ne? Ernsthaft, wie geil ist das denn? Ja, okay. Also, ich wollte gerade Notenpunkte verteilen oder eine Note hier vergeben. Gut, dass wir uns das angeschaut haben. Wie gesagt, solche Grafikfehler oder Spielfehler können passieren. Also hier die Kutsche von Bowser Jr. ist plötzlich irgendwo im Boden. Und by the way, die Kutsche ist jetzt auch katzenartig. Also, dass sie noch am Ende sowas gemacht haben, ja. Dafür gibt es 15 Punkte von mir. Definitiv. Jemand hat mich gefragt, was für eine Note würdest du geben oder wie viele Punkte? Ja, 100 von 100. Ohne Witz. Ich bin ein sehr, sehr einfacher Typ. Ich bin auch jemand, der sehr schnell verzeihen und... Also verzeihen, ja, ich kann verzeihen, sehr schnell sogar. Und ich kann auch mal ein Auge zudrücken. Das ist jetzt nichts
wo ich sagen würde, was soll das, ey, was soll das, ey, der Spielspaß ist jetzt voll kaputt, Mann. Ich heul da nicht rum. Nee, nee, also 15 Punkte, hey Toads, ja, wir haben es geschafft. Super, geil, das Spiel werde ich mir auf jeden Fall noch einmal antun im Privaten. Und ich würde, wenn es okay ist für euch, vielleicht nochmal auf YouTube das Spiel streamen wollen. Oder vielleicht kurze, wirklich sehr, sehr kurze Videos machen wollen. Und zwar in diesem Video zeige ich einmal, okay, auf dieser Insel gibt es diese Mission und diese Mission. Ja, um diese Mission kann man sich so kümmern. An sowas habe ich gedacht gehabt. Willst du nochmal darum kümmern, Bowser Jr.? Zum Schluss. Mal gucken, wie das Bild aussieht. Ja, dafür gab es ja auch einen Katzensprite. Das ist mega heftig. Ich bin richtig geflasht. Geil, Leute. So, und jetzt zu euch. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Let's Play so sehr unterstützt habt. Also, ja, im Vergleich zu den anderen Let's Plays und zu den anderen Videos hat dieses Let's Play, ja, natürlich auf meine Verhältnisse bezogen, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber nicht nur Aufmerksamkeit, ein auf, ja, ich klicke mal 5 Sekunden rauf, sondern die Videos wurden sehr, sehr lange angeschaut. Danke dafür. Ich weiß Bescheid, was für Videos euch gefallen. Und auch die Videos, wie ich sie gestalte. Wenn ihr zum Beispiel genau solche Videos kommentiert, dann weiß ich, okay, das ist genau der Stil, den sie mögen. Dann kann ich den gerne beibehalten. Es ist auch natürlich wichtig, dass ich mich mit diesem Stil anfreunden kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr Bock auf einen Typen habt, der am YouTuben ist, aber nicht er selbst ist. Wisst ihr, was ich meine? Darauf hat man vielleicht ein paar Sekunden, ein paar Stunden Bock. Und dann ist man schon auf dem nächsten Kanal. Ja, danke nochmal für alles. Wenn was ist, gebt mir gerne in den Kommis Bescheid. Das LP endet hiermit. Aber ich höre nicht auf, eure Kommentare zu lesen. Danke nochmal für den Support und bis bald. Macht es gut und tschüssi, Leute.